Prasaritasana, wörtlich die ausgebreitete Stellung, ist die Bezeichnung für einige Asanas. Raffaella zeigt einige davon. Prasaritasana 1. Komme in den Lotussitz, falte die Hände hinter dem Rücken und beuge dich nach vorne. So bist du einfach ausgebreitet auf dem Boden, vollkommen entspannt. Prasaritasana 2. Aus dem Lotussitz ausgehend, strecke die Arme nach vorne aus, gib die Handflächen entweder auf dem Boden oder falte die Hände. Oder gib die Hände unter den Kopf wie ein Kopfkissen und lege dann den Kopf auf die Hände. Das sind Variationen von Prasaritasana 2. Prasaritasana als Sammelbezeichnung für alle Stellungen mit gespreizten Beinen. Es gibt eine Gruppe von Asanas, die als Prasaritasana bezeichnet werden, eben Asanas mit in der Grätstellung. Es gibt zum Beispiel Upavishta Konasana, die sitzende Grätsche. Als zweites gibt es Supta Konasana, die liegende Grätsche. Du bist auf dem Rücken und auf dem Rücken liegend hebst du erst die Beine hoch, fasst mit den Händen an die Füße und gibst die Beine auseinander. Dann gibt es stehende Prasaritasana, auch genannt Utthishta Prasaritasana. Im Stehen gibt die Beine auseinander und du kannst dich dabei nach vorne beugen und eventuell die Beine ganz auseinander geben. All diese Variationen von Prasaritasana sind Übungen, die die Grätschflexibilität der Hüfte erheblich stärken und gesund sind für die Hüftgelenke bis ins hohe Alter.